Unser Abfall, Rohstofflieferant und Wirtschaftsmotor. Eine ganze Republik im Recyclingfieber. Der Wohlstandsmüll steckt voller Werte. Selbst ausgediente Flimmerkisten werden zu Schatzkisten. Goldgräberstimmung unter den Ausschlachtern. Wir haben halt viele Edelmetalle, als erstes Kupfer. Müllberge sind die Bergwerke von morgen. 4000 Tonnen Geräteschrott ergeben 25 Kilo Gold. Auch Verpackungsmüll ist für Recycling-Profis eine Goldgrube. Sortieren im Akkord für neue Rohstoffe und Produkte. Aus Tetrapacks wird Papier. Aus Kunststoffflaschen werden Autoteile. Joghurtbecher werden zu Einkaufskörben. Bauschutt wird zu neuem Material für Häuser und Straßen. Was vom Müll übrig bleibt, liefert Strom, Fernwärme oder sogar einen Brennstoff, der Kohle ersetzen kann. Anstatt den Abfall nur zu verbrennen, gehen wir noch einen Schritt vorher. Deutschlands größter Recyclinghof im Norden Hamburgs. Auf einem Gelände so groß wie anderthalb Fußballfelder dürfen die Kunden alles abgeben, was sie nicht mehr brauchen und was zu Hause in keine Tonne passt. Schon morgens bilden sich am Samstag lange Schlangen vor der Zufahrt. Die 15 Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, den Ansturm zu bewältigen. Bis zu 1500 Kunden müssen sie an einem Wochenendtag hier abfertigen. Immer durchfahren bitte. Durchfahren, durchfahren, durchfahren. 49 Sammelcontainer stehen für die Entsorgung bereit. Zum Beispiel für Holz. Das geht später an Spezialbetriebe, die es als Rohstoff für Pressspanplatten aufarbeiten. Vorarbeiter Jens Junge achtet darauf, dass sich alle an die Regeln halten. Könntet ihr bitte da mal runtertreten, also nicht auf dem Auto. Das geht. Wenn ihr da jetzt runterfällt, dann das geht auch. Wenn ich nicht aufpasse, dann machen die ja, was sie wollen und verletzen sie vielleicht noch. Und das will ich nicht. Viele geben ausgediente Elektronik ab. Jeder Haushalt hat im Durchschnitt 50 Geräte. Was eben noch modern war, ist plötzlich überholt oder kaputt. So fallen bei uns jedes Jahr rund 1,8 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Ja, es sammelt sich so an. Und man braucht ja Platz für Neues. Reparieren lohnt sich kaum. Nicht mal bei Raritäten. Und so landen auch die am Ende hier. Ist das hier auch richtig? Ist das eine Kaffeemühle, oder? Getreide. Ah, Getreide, ja toll. Hast du sowas schon mal gesehen? Nee. Für alte Geräte gibt es kaum Abnehmer. Dabei halten sie oft Jahrzehnte und überleben sogar den Besitzer. Gut, die haben wir irgendwie im Keller noch gefunden von Schwiegermutter. Die ist ja nun verstorben. Ne? Nicht nur Röhrengeräte, sogar Flachbildfernseher landen bereits auf dem Müll. Jeden Tag kommen im Schnitt rund 40 Geräte zusammen. Wenn man nach Hause geht, hat man schon mal ein bisschen Muskelkater. Ja. Doch was für die meisten Bürger keinen Wert mehr hat, ist Rohstoff für eine ganze Industrie. Lünen in Nordrhein-Westfalen. Auf 230 Hektar liegt das Lippewerk, Europas größtes Zentrum für Industrierecycling. Aus 1,6 Millionen Tonnen Abfällen entstehen pro Jahr 1 Million Tonnen neuer Rohstoffe. Aus dem Rest wird Energie. Teil der gigantischen Anlage ist das Rückbauzentrum für Elektrogeräte. In ausgedienter Elektronik schlummern noch wertvolle Schätze. Ziel ist es, möglichst viele davon zurückzugewinnen. Zum Beispiel aus Röhren, Bildschirmen und Fernsehern. Um daran zu kommen, entfernen Mitarbeiter zunächst die Kunststoffgehäuse. Auch diese werden gesammelt und weiterverwertet. Das Wertvollste aber steckt im Inneren der alten Geräte. Etwa die sogenannte Kathodenstrahlröhre, die in den alten TV-Geräten das Bild erzeugt hat. In ihr stecken wertvolle Edelmetalle und Glas. Auch auf die Leiterplatten haben es die Monteure abgesehen. Sie enthalten zum Beispiel Gold, Kupfer oder Platin. Diese Edelmetalle können Metallverarbeitungsbetriebe durch Einschmelzen zurückgewinnen.
4000 Tonnen Elektroschrott ergeben unter anderem 25 Kilogramm Gold. Jedes demontierte Einzelteil geht später an eine Spezialfirma. Wir haben halt viele Edelmetalle. Als erstes Kupfer, das wir halt in den Ablenkeinheiten haben. Wir haben halt viel Glas. Das ist jedem bewusst, der einen Fernseher mal angehoben hat. Das Hauptgewicht kommt aus dem Glas. Das sind fast 70%, die nur Glas sind, die auch wieder recycelt werden als Glasbaustoffe. Aber auch in Kühlschränken lagert noch Wertvolles. Bevor die Arbeiter dort herankommen, müssen sie zunächst die umweltschädlichen Flüssigkeiten entfernen. Zum Beispiel das Kältemittel und das Kompressoröl. Die Flüssigkeiten dürfen nicht mehr in Umlauf gelangen. Sie gehen zum Aufarbeiten an die chemische Industrie. Ältere Geräte enthalten noch Fluorchlorkohlenwasserstoffe als Kältemittel. Weil die sogenannten FCKW die Ozonschicht der Erde zerstören, sind sie seit Mitte der 90er Jahre verboten. Die trockengelegten Geräte kommen nun in eine maschinelle Zerkleinerungsanlage. Hier durchlaufen sie nacheinander zwei verschiedene Schredder. Die Anlage ist gasdicht, damit keine Reste von Treibmitteln entweichen. Das ist eine zweistufige Zerkleinerung. Erst eine Rotorschere und anschließend ein Querstromzerspaner. Dann muss man sich vorstellen wie so ein Küchenmixer, wo sich unten der Messerblock sehr schnell dreht. Und da wird dann das Kühlgerät in seine Einzelteile zerlegt. Das sind Eisenmetalle, Nicht-Eisenmetalle und insbesondere der Isolierstoff, der dann da auch ja, entgast wird. Metalle gehen an Spezialbetriebe. Dort werden sie eingeschmolzen und später wiederverwendet. Auch Elektrokleingeräte sind wahre Schatztruhen. Computer, Haushaltsgeräte oder Rasenmäher. Sie enthalten neben Kunststoff und Eisen ebenfalls wertvolles Edelmetall. Aus dem Berg von Elektroschrott sortiert zunächst ein Bagger die großen Teile aus, die für die maschinelle Zerkleinerung nicht geeignet sind. Diese müssen später von Hand zerlegt werden. In diesem Behälter ist unten eine Art Metallreißwolf eingebaut, der sogenannte Vorschredder. Er zerreißt das Material in grobe Bruchstücke. Von dort geht es in diesen Container, den Dosierbunker. Von hier befüllt eine Dosierwalze automatisch ein Förderband. Dann geht der Materialstrom in einen weiteren Schredder. Im Inneren steckt eine Rotorschere. Die Rotorschere zerkleinert den Elektroschrott ein weiteres Mal. Die Messer schneiden hier an dieser Kante und dadurch zerkleinern wir das Material auf ungefähr 10 cm Kantenlänge. Je feiner die Geräte geschreddert werden, desto besser lassen sich einzelne Stoffgruppen aussortieren. Das gilt auch für Stör-, Fremd- und Schadstoffe. Sie werden von Hand entfernt. Zum Beispiel Kondensatoren oder Batterien. Die Batterien kommen in diese säurebeständigen Gefahrgutbehälter. Spezialfirmen gewinnen daraus Eisen, Mangan und Zink zurück. Wertvoller Nachschub für die Metallindustrie. Sogar Wasserzähler werden zerlegt. Das geht allerdings nur in Handarbeit. In ihnen steckt unter anderem wertvolles Messing. Es enthält Kupfer und Zink. Durch Einschmelzen lässt es sich zurückgewinnen. Unterdessen hat der Kleingeräteschrott einen dritten Schredder durchlaufen. Nach dieser finalen Zerkleinerung geht es ans Aufteilen in einzelne Stoffgruppen. Magnete und Rüttelsiebe trennen leichte Kunststoffe von schwerem Metall. Das Eisenmetall geht später an Stahlwerke. Im Materialstrom befinden sich auch Bruchstücke von Leiterplatinen. Sie sind besonders wertvoll, denn sie enthalten gleich mehrere Edelmetalle wie Platin, Gold oder Kupfer. Dieses Gerät hat einen Sensor. Entdeckt es Teile der grünen Kunststoffplatinen, löst es einen Luftstoß aus und schießt so die Teile heraus. Durch Erhitzen können die Metalle später verflüssigt und getrennt werden. Moosburg in Bayern.
Zu den aufwendigsten und schwierigsten Aufgaben im Recyclingprozess gehört das Sortieren von Verpackungsmüll. Hier entsorgen ihn die Bürger in gelben Säcken. Ein privater Sammeldienst holt sie regelmäßig ab. Anderswo werden Verpackungen in Wertstofftonnen oder Containern gesammelt. Verpackungsmüll besteht aus ganz unterschiedlichen Materialien. Verschiedenen Kunststoffen, Verbundstoffen, Papier und Metall. Das Abholen ist für die Bürger kostenlos. Deshalb stopfen einige alles in die Säcke, was irgendwie hineinpasst. Also die Leute schmeißen es teilweise aufgerissen einfach hin. Teilweise sind irgendwelche Sachen drin, die gar nicht reingehören. Schwere Dosen oder Farbeimer, die voll sind. Also ja, man erlebt alles. Aufgerissene Säcke nehmen die Sammler noch mit. Restmüll oder Sperrmüll aber bleibt liegen. Nach der Sammlung geht es zu einem Sortierbetrieb am Münchner Flughafen. Er arbeitet im Auftrag privater Recyclingverbände, die für die Lebensmittel- und Verpackungsbranche die Verwertung übernehmen. Denn diese Branche ist verpflichtet, ihre in Umlauf gebrachten Verpackungen zurückzunehmen und einen bestimmten Anteil davon zu recyceln. Der Bunker fasst 200.000 Säcke. Ihr Inhalt soll nun nach einzelnen Wertstoffen getrennt werden, damit Spezialfirmen daraus neue Produkte herstellen. Aus Kunststoffverpackungen entsteht später Granulat. Es dient als Rohstoff für neue Produkte aus Kunststoff. Aus Getränkeverpackungen, sogenannten Tetrapacks, werden zum Beispiel Pappkartons. Aus gebrauchten PET-Flaschen entstehen Flakes, die Basis für Textilfasern oder Folien. 160 Tonnen Verpackungsmüll kann die Anlage pro Tag verarbeiten. Um einzelne Wertstoffe auszusortieren, muss der Sackinhalt immer wieder in große und kleine sowie schwere und leichte Anteile getrennt werden. Am Anfang des Prozesses steht diese Maschine, der Gebindeöffner. Ein Kettenförderer presst den Müllstrom durch diese Krokodilmesser und säbelt die Säcke auf. Der Inhalt fällt auf eine Dosierwippe. Kleinerer Müll fällt auf das untere Förderband. Größere Teile bleiben oben und werden nach schwer und leicht vorsortiert. Der gesamte Sortierprozess ist weitgehend automatisiert. Auf den Monitoren in der Zentrale des Sortierbetriebs ist der komplette Anlagenaufbau abgebildet. Sollten Anlagen verstopfen und dadurch den Sortierprozess blockieren, wird es hier sofort angezeigt. Denn in den gelben Säcken steckt vieles, was nicht reingehört. Ohne Sortierkräfte, die zwischendurch immer wieder die Fließbänder auf Störstoffe untersuchen, würden die automatisierten Prozesse nicht flüssig laufen können. Wir haben hier in den gelben Säcken ca. 20-25% Fehlwürfe. Fängt an vom Elektroschrott bis über Bratpfannen, Ziegelsteine, verschiedenste Sachen, Kleidungen, was eigentlich auch nichts mit der Verpackung zu tun hat. Altpapier oder Metall gehen an Recyclingunternehmen. Alles andere gelangt in die Müllverbrennung. Zurück zum Beginn der Sortierung. Die Dosierwippe leitet nun die größeren Teile aus dem gelben Sack nach oben. Dort zieht diese Doppeltrennwalze leichte Folien aus dem Materialstrom. Dazu saugen die Walzen das Material an. Ventilatoren erzeugen den dafür notwendigen Unterdruck. Was leicht ist, bleibt haften. Was für den Luftstrom zu schwer ist, fällt auf das untere Fließband mit dem kleineren Verpackungsmüll. Von den Trennwalzen werden die leichten Folien nun auf ein Förderband geleitet und fahren von hier in eine Sortierkabine. Hier prüfen sie Mitarbeiter auf Störstoffe. Leichte Folien sind schon die erste Sammelgruppe. Für den restlichen Verpackungsmüll geht es nun weiter in eine riesige Siebtrommel. Die 10 Meter lange und 3 Meter breite Trommel wiegt 35 Tonnen. Sie trennt das Material weiter nach Größen auf. Durch die sich drehende Trommel werden die Teile so lange bewegt, bis sie durch eine der Sieböffnungen fallen. Was durch die allerkleinsten Löcher fällt, ist ein Sortierrest aus Störstoffen und Verunreinigungen. Dieser Rest wird am Ende verbrannt.
Die größten Teile gehen nun über Fließbänder weiter in die sogenannte Windsichtung. Sie arbeitet wie ein großer Staubsauger und zieht nochmals die leichten Kunststoffe wie Folien aus dem Materialstrom. Daraus lassen sich später leichte und flexible Kunststoffprodukte herstellen, wie Tüten oder Folien. Der Hauptstrom besteht jetzt aus gleich großen Teilen, die sich kaum noch überlagern. Zum weiteren Trennen werden nun optische Geräte eingesetzt. Dieses sogenannte Nahinfrarotgerät leuchtet das Material an, erkennt das System anhand der Reflexion einen bestimmten Stoff, aktiviert es eine Luftdruckdüse und schießt den Stoff heraus. Auf diese Art lässt sich jede gewünschte Materialgruppe aussortieren. Hier sind es Getränkekartons, sogenannte Tetrapacks. Sie gehen als eigene Sammelfraktion an Spezialfirmen, die daraus zum Beispiel Papier herstellen. Der Materialstrom durchläuft nur noch zwei sogenannte Magnetabscheider. An den Elektromagneten bleiben Eisen und Bleche hängen. Sie gehen später in die Metallverwertung. Nicht-magnetisches Eisen sortiert der sogenannte Wirbelstromscheider aus. Er erzeugt um die Metalle ein kurzzeitiges Magnetfeld. Das Aluminium wird dann von einem gleichgepolten Magnetkern abgestoßen. Was übrig bleibt, besteht weitgehend aus Kunststoff in etwa gleicher Größe. Die Teile kommen jetzt auf den sogenannten Ballistikseparator. Dieses Rüttelsieb trennt harten von weichem Kunststoff. Was hart ist, springt. Was weich ist, schwebt dagegen nach oben. Das harte Material ist am hochwertigsten. Es ist formstabil und eignet sich für die Herstellung fester Produkte. Zum Schluss sortieren Mitarbeiter noch letzte Störstoffe und PET-Flaschen aus, meistens Einwegflaschen für Getränke. Ob Folien, Hartkunststoff oder PET, alle Fraktionen landen in einem separaten Bunker. Je nach Bedarf fallen sie auf ein Förderband und werden dann mit einer Maschine zu Ballen gepresst. Hier können nach der Sortierung fast 70% vom Inhalt der gelben Säcke stofflich wiederverwertet werden. Übrig bleibt der sogenannte Sortierrest. Er geht in die Müllverbrennung. Bei einigen Verpackungen aber stößt auch die beste Sortiertechnik an ihre Grenzen. Wir haben einfach Pundverpackungen, die wir nicht mehr trennen können. Im Moment so PET-Schalen oder so, das ist ein schwieriges Produkt. Wenn man klassisch den Joghurtbecher nimmt mit dem Aluminiumdeckel obendrauf, wenn jetzt der vom Verbraucher nicht getrennt wird, dann geht halt das Aluminium zum Kunststoffverwerter. Das wird dann normalerweise nochmals aussortiert, aber bei uns kann man das dann nicht mehr trennen maschinell. Was aber passiert mit den aussortierten Wertstoffen aus dem gelben Sack? Kreuzau in Nordrhein-Westfalen. In diesem Betrieb landen Getränkeverpackungen aus ganz Deutschland. Zu Ballen gepresst kommen sie zunächst auf ein Aufgabeband und werden dann vollautomatisch entdrahtet. Die Metallbänder gehen später in die Metallverwertung. Dann laufen die Ballen in den Schredder. Hier zerkleinern drehende Walzen die Tetrapacks zu handtellergroßen Stücken. Weiter geht es unter einem abgedeckten Förderband. Getränkekartons bestehen aus einem Verbund aus Papier, Kunststoff und Aluminium. Da das Material zerschnitten ist, kann nun Wasser in die Zwischenräume eindringen. Das passiert in diesen beiden Trommeln. In der ersten Trommel lösen sich die Materialien voneinander. Die zweite arbeitet wie eine Waschmaschine. Hier wird der aufgeweichte Papierfaseranteil hinausgespült. Die Fasern sammeln sich in einem unterirdischen Bottich. Übrig bleibt ein Gemisch aus Kunststoff und Aluminium. Es geht an Firmen, die daraus beide Stoffe zurückgewinnen können. Das Wasser mit dem Papierfasergemisch fließt nun in eine 180 Meter lange Papiermaschine. Sie verbindet Schichten aus weißen und braunen Fasern zu kartonartigem Papp-Rohpapier. Hier werden zunächst weiße Fasern auf ein siebartiges Förderband aufgetragen. Die braunen Fasern aus den Tetrapacks kommen auf eine andere Linie. Dann werden beide Schichten miteinander verbunden.
Im weiteren Verlauf wird durch Sieben, Pressen und Trocknen das Wasser aus dem Faservlies herausgelöst und das Sieb entfernt. Am Ende entsteht ein kartonartiges Papier. Pro Jahr werden hier rund 300.000 Tonnen Wellenpapp-Rohpapier hergestellt. Daraus entstehen unter anderem Verpackungskartons für den Einzel- oder Großhandel. Und diese lassen sich zum Beispiel wieder mit Tetrapacks befüllen. Doch was passiert mit Verpackungsabfällen aus Kunststoff? In Bernburg in Sachsen-Anhalt ist eine der größten Recyclinganlagen Deutschlands. Sie verarbeitet auch PET-Flaschen. PET gehört zur Familie der Polyester. Die Flaschen werden zunächst auf Störstoffe untersucht und anschließend gemahlen und gewaschen. In verschiedenen Trennverfahren und automatischen Sortierschritten werden Fremdstoffe vom PET gelöst. Nach dem Trocknen entstehen solche Flocken in unterschiedlichen Farben und Qualitäten. Die Anlage verarbeitet pro Tag mehrere tausend Tonnen PET-Flaschen. Aus den Granulaten entstehen zum Beispiel Textilfasern für die Autoindustrie. Auf dem Firmengelände in Bernburg werden noch andere Kunststoffe recycelt, die aus gelben Säcken heraussortiert wurden. Zunächst werden dazu Verunreinigungen entfernt. Dann wird das Material zerkleinert, mehrmals gewaschen und getrocknet. Anschließend wird es bei hohem Druck und hoher Temperatur zu verschiedenen Granulaten gepresst. Daraus lassen sich im Spritzgussverfahren neue Kunststoffprodukte herstellen, zum Beispiel Einkaufskörbe aus 100% recyceltem Kunststoff. Was man in Zukunft aus unseren Kunststoffabfällen machen könnte, zeigt dieses Recyclingzentrum im Münsterland. Auf dem Gelände befindet sich eine Pilotanlage. Herzstück ist eine Art Riesendestille. Hier wird aus Kunststoff und Biomasse wieder Erdöl. Dazu gelangt das Material über ein Fördersystem in einen Konverter. Dort bekommt es ein 360 Grad heißes Ölbad. Über Katalysatoren wird dann ein Raffinerieprozess in Gang gesetzt. In diesem Kessel sammelt sich als Destillat dann Heizöl. Der Prozess bildet den Erdölbildungsprozess in der Erdgeschichte nach. Wir haben heute nur hochwirksame Katalysatoren zur Verfügung und arbeiten bei anderen Temperaturen und natürlich automatisiert und kontrolliert. Der Vorteil? Öl ist lagerfähig und kann nicht verrotten. Später lässt sich daraus entweder neuer Kunststoff herstellen oder Treibstoff. Mit steigendem Ölpreis steigen dafür auch die Chancen am Markt. Wir haben uns dieser Technologie verschrieben, weil wir sicher sind, dass das eine Zukunftstechnologie ist. Wir stehen kurz vor der Serienreife und sind sicher, dass wir diese Technologie zügig an den Markt bringen, sobald die Preissituation oder aber die Fördersituation das möglich macht. Zurück auf Deutschlands größtem Recyclinghof im Norden von Hamburg. Schon am späten Vormittag ist der Andrang so groß, dass Vorarbeiter Jens Junge noch eine zweite Abfertigungsspur einrichten muss. Einmal durchfahren zu meinem Kollegen. Immer durchfahren einmal zu meinem Kollegen, der muss was zu tun haben. Immer hinterher. Viele Kunden haben bereits seit 30 Minuten in der Schlange gewartet. Um den Stau aufzulösen, fertigen die Mitarbeiter nun zu zweit ab. Nicht nur auf dem Platz. Auch im Dschungel der Gebühren- und Entsorgungsverordnungen müssen sich Kunden erstmal zurechtfinden. Schönen guten Tag. Einen schönen Ledersessel. Wollt ihr den Einen Ledersessel? Ja. Ja, gerne. Das ist bei uns Sperrmüll. Ja, für mich ist wichtig, ist das von Ihnen privat? Ja. Nicht aus dem gewerblichen Bereich? Nee. Haben Sie für mich einen Nachweis, dass Sie in Hamburg wohnhaft sind? Für Privatkunden, die hier aus der Gegend kommen, ist die Entsorgung kleiner Mengen meistens kostenlos. Dankeschön. Wenn Sie gleich hier reinfahren, linke Seite in die Sperrmüllpresse. Ortsfremde und Gewerbekunden müssen dagegen ordentlich bezahlen.
Für 2 Kubikmeter Grünabfälle zum Beispiel 35,50 Euro. Privatkunden aus Hamburg aber haben den ersten Kubikmeter frei und zahlen für den nächsten nur 1 Euro. Solche Preisdifferenzen verführen zum Schummeln. Das tut schon weh im Portemonnaie. Und da versucht man natürlich auch zu tricksen, klar. Aber das ist unser tägliches Geschäft. Wir sind ja gut ausgebildet, wir durchschauen sie meistens. Gibt auch immer mal wieder Stress. Aber wir haben gewisse Richtlinien, an die wir uns einfach halten. Im Zweifel müssen Kunden eine Abgabeerklärung unterschreiben, dass sie privat entsorgen. Die Holz- und Sperrmüllpressen laufen fast ununterbrochen. So lange, bis die Container voll sind und gewechselt werden müssen. Das übernehmen spezielle Lkw, die sogenannten Hakenwagen. Doch rangierende Lkw brauchen Platz. Aber immer wieder stellen sich Kunden mit ihren Autos in den Weg und blockieren Zufahrten. Wir stehen immer noch genau davor. Hier kommt doch kein Auto mehr durch. Viele bemerken nicht, dass sie andere blockieren. Da kann man daneben stellen. Hier müssen noch Fahrzeuge durch. Ich kann ja nichts dafür. Auch andere wollen sich nicht an die Regeln halten. Sie haben sich von Anfang an nicht an das gehalten, was ich Ihnen gesagt habe. Sie haben alles anders gesehen. Sie haben auch mit Ihren Riesenhänger hier alles dicht gemacht. Das geht so nicht. Auch wegen der vielen Blockierer staut sich der Verkehr. Nur mit Mühe gelingt es, das Chaos in den Griff zu bekommen. Jeder will eben halt seine Sachen schnell entsorgen. Das ist nicht das Problem. Aber man soll sich ja nicht so in den Weg stellen. Wir haben Hakenwagenfahrer, die müssen die Sachen durchtauschen. Und die dürfen nur auf den Hof, wenn alles leer ist. Für Problemstoffe gibt es eine eigene Annahmestelle. Zu diesen Stoffen gehören alle Arten von Chemikalien, die zum Beispiel in Leuchtstoffröhren oder Batterien enthalten sind. Sie gehen an Spezialfirmen, die sie umweltgerecht aufarbeiten. Dieser Raum ist für Kunden tabu. Das Chemikalienlager enthält vor allem ätzende Säuren oder brennbare Flüssigkeiten, darunter auch extrem gefährliche Substanzen. Schon einiges, was hier abgegeben wurde, entpuppte sich als hochexplosiver Sprengstoff, der bei der kleinsten Erschütterung losgehen kann. Deswegen haben wir das immer rechtzeitig entdeckt und haben dann das LKA gerufen, die das dann entschärfen. Haushalts- und Verpackungsabfälle. Nur ein Klacks gegen das, was bei Umbau- und Abbrucharbeiten abfällt. Jedes Jahr kommen rund 200 Millionen Tonnen an Bauschutt und Bodenaushub zusammen, der mit Abstand größte Anteil am Müllaufkommen. Der überwiegende Teil aber geht ins Recycling. Köln. In einem Industriegebiet in der Nähe des Flughafens liegt diese Anlage für Baustoffrecycling. Hier wird aus Bauschutt wieder Baustoff. Den ganzen Tag über liefern Lkw und der Radlader Schutt an. Von Abrisshäusern oder aufgebrochenen Asphaltdecken, manchmal ganze Wände am Stück. Das Material wird in einem Aufgabetrichter gesammelt. Bevor es hier maschinell weiterverarbeitet wird, zerkleinert ein Scherenbagger die größten Brocken. Die Schere, der Crusher, arbeitet mit dem Pressdruck von 80 Tonnen. Das Aufbrechen dient auch dazu, Fremdmaterialien wie Kunststoff oder Eisen freizulegen. Diese werden vom Bagger gleich aussortiert. Vom Aufgabetrichter fällt der Bauschutt nun in die Vorsiebanlage. Das Rüttelsieb entfernt Sand und feines Gestein. Das Gemisch wird über ein Förderband abtransportiert und ist bereits das erste Recyclingprodukt. Später landet der grobe Sand wieder auf der Baustelle. Für den Hauptstrom geht es nun in den sogenannten Vorbrecher. Die Brechbacken bestehen aus einer starren Platte und einer Schwinge. Eine Schwungscheibe treibt die Schwinge an. Der 46-Tonnen-Brecher-Koloss arbeitet mit Elektroantrieb. Wie riesige Kiefer zermahlen und zerkleinern die je über eine Tonne schweren Brechbacken das Gestein. Manchmal verschlingen sie auch Grabsteine, denn das Werk arbeitet auch für die Kölner Friedhöfe. Das zerkleinerte Material fährt nun unter einem Magnetband hindurch. Es zieht alle Eisenteile an
und sortiert sie aus. Anschließend kontrolliert ein Mitarbeiter nach. Der Sortierer holt letzte Fremdstoffe heraus. Restmüll, Metalle oder auch mal Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg, wie zum Beispiel eine Mörsergranate. Ich habe zuerst gedacht, das wäre eine Flasche. Ich wollte die rausnehmen und dann habe ich halt gemerkt, dass es halt eine Gewehrgranate ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Da habe ich die liegen lassen, habe dann Bescheid gesagt, wir haben dann da angerufen. Da kam einer, der hat die abgeholt und ist dann irgendwo gesprengt worden. Der Materialstrom wird nun über verschiedene Rüttelsiebe nach Körnungsgrößen sortiert. Was zu groß ist, landet im sogenannten Nachbrecher. Nach dieser Zerkleinerung durchläuft das Material noch weitere Rüttelsiebe und Magnetbänder. Was am Ende nicht durch Sieb passt, muss den Kreislauf noch einmal durchlaufen und landet erneut im Brecher und unter dem Magneten. Am Ende sortiert die Anlage 4 verschiedene Körnungen aus. Die neu gewonnenen Rohstoffe sparen Deponieraum und schonen natürliche Ressourcen. Der meiste Recyclingbaustoff landet als Tragschotterschicht im Baugewerbe, etwa als Untergrund im Straßen- oder Hochbau. Zurück in Hamburg. Auf Deutschlands größtem Recyclinghof laufen die Sperrmüllpressen auf Hochtouren. Vor allem für Möbel. Der kommt aus einem Haushalt von einem Freund. Da wurden wir schon so halb aufgelöst, hat sich verkleinert. Und er hat nicht mehr so viel Platz gehabt. Auch auf diesen Sessel wartet nun die Sperrmüllpresse. Weg ist er. Möbel, Matratzen, Spielzeug oder Elektrogeräte. Viele nutzen ihren freien Tag, um endlich mal wieder richtig auszumisten. Alles in einer halben Stunde Aktion ging das. Ja, kurzfristig beschlossen und dann... Ja, im Kopf schon länger, ne? Aber in der Tat natürlich, ja. Ich habe mir damals gesagt, ich will nie wieder einen vollen Keller haben nach meinem ersten Umzug, ne? Unermüdlich verschlingen die Sperrmüllpressen die Hinterlassenschaften der Wohlstandsgesellschaft. In jedem Stück stecken auch Lebensabschnitte und Erinnerungen. Mit einem Pressdruck von 36 Tonnen wird alles verdichtet und landet später im Heizkraftwerk als Brennstoff. Also sie läuft den ganzen Tag. Ja. Das kommt ja mal ganz drauf an, was kommt. Ne? Solche sperrigen Sachen, die dauern ein bisschen. Solche Sachen fallen ja einfach rein. Wo ständig Müll abgeladen wird, geht auch einiges daneben. Um das Aufräumen kümmert sich Vorarbeiter Jens Junge. Ja, das ist dann mein bestes Stück. Ne, das ist besser als fegen. Da geht man einmal lang und dann nimmt er das auf. Und das geht so ruckzuck. Also das allerbeste Ding. Ja, eine Klingel wäre noch gut. Ja, also hier ist bestimmt schon mal jemand in den Nagel getreten. Hier ist auch mit Sicherheit schon mal irgendein Reifen beschädigt worden über die ganzen Jahre. Aber wir sind natürlich immer bemüht, so gut wie möglich das alles sauber zu halten. Und dann vermeiden wir das. Ne? Alles, was noch brauchbar ist, versuchen die Mitarbeiter vor der Müllpresse zu retten. Die Sachen kommen zunächst in dieses Lager. Ein Sammelsurium aus Artikeln, für die der Recyclinghof noch nicht das Ende bedeuten soll. Später landen sie hier. Das Kaufhaus ist ein Tochterunternehmen der Stadtreinigung. Auf 2000 Quadratmetern ein Schnäppchenmarkt mit gerettetem Müll. Kleidung, Fernseher, Stereoanlagen. Sogar ganze Wohnungseinrichtungen kann man hier bekommen. Diese Kundinnen haben eine Garderobe gefunden. Schon günstig. Bei eBay ist es teurer, ja. 20 Euro kostet das zweiteilige Stück. Die meisten Möbel gibt es für 10 bis 100 Euro. Für Antikes zahlen Kunden auch mal 500 Euro. Das geht durch alle Schichten. Also das fängt bei Studenten an, geht bis zum Rentner. Hartz-IV-Empfänger, auch viele, die sich das nicht leisten können, halt sich eine neue Wohnungseinrichtung zu kaufen. Die freuen sich natürlich über Schnäppchen hier. Was ein Schnäppchen ist und was nicht, bestimmen die Mitarbeiter. Bei Abnutzung gibt es Preisnachlass. Mal hier oben bisschen fleckig. Aber das kriegt man mit Teppichschaum wieder weg. Dann machen wir 59 wegen dem Fleck hier oben. Ja, da muss ich auch noch ein bisschen Geld reinstecken. Mhm. Ja?
Die Möbel kommen auch aus Haushaltsauflösungen oder werden von Spendern gebracht. Nicht alles, was heil ist, wird angenommen. Kiefernmöbel, Kommoden oder andere Kleinmöbel aber stehen hier kaum länger als 2 Wochen. Und auch das Sofa soll bald einen neuen Besitzer finden. Also der beste Müll ist gar nicht, der gar nicht erst entsteht. Wir wollen natürlich so viel wie möglich retten auch an den Möbel. Also ich bin eher dafür, dass man lieber 2 Dinge 2-mal anguckt, vielleicht auch wiederverwertet, was man wiederverwerten kann. Das, was sich Monate später als unverkäuflich erweist, landet dann doch noch in der Müllpresse und wandert anschließend in die Müllverbrennungsanlage, zusammen mit unserem Hausmüll. München, 6 Uhr morgens. Jeden Werktag machen sich hier 170 Müllwagen auf zu ihren Sammeltouren. Jedes Fahrzeug fährt in einen anderen Bezirk. Dieser Sammeltrupp ist heute nahe der Münchner Theresienwiese im Einsatz. Einmal pro Woche holen die Männer hier den Hausmüll ab. Statt Mülltonnen gibt es hier überwiegend solche Großbehälter. Fassungsvermögen zwischen 770 und 1100 Litern. Unter Hausmüll fällt all das, was keine Wertstoffe enthält und sich nicht recyceln lässt. Für das Abholen und Entsorgen zahlt jeder Haushalt Gebühren. Viele Bewohner stopfen alles in die Tonne, was sie gerade irgendwie loswerden wollen. Was wir sehr, sehr viel finden, ist noch sehr gut gebrauchtes Spielzeug, was man eigentlich in dem Sinne nicht wegschmeißen muss. Letztes Jahr hatten wir einen Haufen Urinbeutel in den Tonnen. Das ist halt dann natürlich widerlich, wenn da mal einer platzt, rausspritzt. Man weiß ja nicht, was hat derjenige, infiziert man sich mit irgendwas. Das ist halt auch für uns ein ungutes Gefühl, weil du nie weißt, was erwartet dich. In den Wagen passen rund 120 solcher Großbehälter. Das entspricht rund 10 Tonnen Müll. An anderen Tagen sammeln die Müllmänner hier auch Altpapier oder Bioabfälle. Weil es sich dann aber um recycelbare Wertstoffe handelt, ist das Abholen gratis. Der Restmüll geht an eine Müllverbrennungsanlage im Münchner Norden. Jeden Tag laden hier rund 300 Lkw die Restabfälle von 2,5 Millionen Menschen aus dem Großraum München ab. Dazu kommt Gewerbemüll und Sperrmüll von Wertstoffhöfen. Jeden Tag sind es bis zu 700.000 Tonnen Abfall. Er landet in einem der beiden Bunker. Der größere fasst 7.000 Kubikmeter Müll. Hier werden die Abfälle nicht weiter sortiert, sondern gehen gleich in die Verbrennung. Der Greifer kann 5 Tonnen am Stück heben. Hier stecken im Hausmüll auch auffällig viele Kunststoffverpackungen. Der Grund? Für die Verbraucher in München gibt es keine gelben Säcke zum Sammeln. Statt Verpackungen zu recyceln, werden die meisten mit dem Restmüll mitverbrannt. Bevor es in die Brennkammer geht, wird der Müll ständig durchgemischt. So kann er später gleichmäßig verbrennen. Die beiden Kräne werden von dieser Kanzel aus bedient. Der Müll wird zunächst auf einen Trichter geschaufelt. Von hier rutscht er dann hinunter in die Brennkammer. Wie voll die Trichter sind, können die Kranfahrer nur über Monitore erkennen. Von der Kamera jetzt hier kann man ja sehen, der bewegt sich langsam nach dem Feuerraum, der Müll. Und den muss man immer auffüllen halt. Die Brennkammern liegen hinter Stahlblechwänden, die mit feuerfestem Beton verputzt sind. Hydraulisch betriebene Schieber und Zylinder sorgen dafür, dass ständig weiterer Müll in die Brennkammer nachrutscht. So kann alles gleichmäßig verbrennen. Die Brennkammern hier sind 70 Quadratmeter groß. Innen sind sie 850 Grad heiß. Beim Verbrennen auf dem riesigen Grill bleiben 10% des Mülls als Asche übrig. Die Schlacke wird hier aufgefangen und fällt dann in ein Wasserbad. Darin wird sie abgekühlt und landet schließlich in einem Bunker.
Auch sie enthält noch echte Schätze. Es laufen gerade auch sehr erfolgsversprechende Forschungen, wie man aus der Feinfraktion, also 0 bis 2 mm, noch Edelmetalle zurückgewinnen kann. Da sind gewisse Metallanteile enthalten, die zum Teil höher sind als bei Erzabbaugebieten. Ja. Das ist Gold, Silber, Platin, alles, das ganze Periodensystem kann man hier antreffen. Noch aber geht die Schlacke ausschließlich als Füllmaterial in den Straßenbau. Der beim Verbrennen übrig gebliebene Metallschrott geht dagegen ins Stahlwerk und kann dort wieder eingeschmolzen werden. Die Leitwarte. Hier werden alle Prozesse der Verbrennung und der Rauchgasreinigung überwacht. Damit beim Schadstoffausstoß die Grenzwerte eingehalten werden, müssen die Mitarbeiter über Sensoren alle wichtigen Parameter im Blick behalten. Die sind alle dazu da, den Prozess zu überwachen und zu kontrollieren, dass der nicht, weil zum Beispiel jemand was Unzulässiges in den Abfall geworfen hat, völlig aus dem Ruder läuft. Und dann können die Operatoren hier da direkt eingreifen und Luftmengen zum Beispiel verfahren oder Gasbrenner starten, sodass das Rauchgas nochmal nachverbrannt wird. Der Qualm, der entweicht, ist Wasserdampf. Er entsteht durch Kondensation. Das eigentliche Abgas ist unsichtbar und enthält noch Spuren von Schadstoffen wie Schwefel und Stickoxiden. Die Verbrennungsenergie aber wird genutzt. Hinter der Brennkammer befindet sich ein Rohrgeflecht mit Wasser, das mit diesen Pumpen in den Wasserkreislauf gedrückt wird. Beim Verbrennen wird das Wasser erhitzt. Dabei entsteht unter hohem Druck Wasserdampf. Der treibt zwei Turbinen an, die über einen Generator Strom erzeugen. Beide Turbinen produzieren zusammen 49 Megawatt. Der Strom wird über ein Umspannwerk ins Münchner Netz eingespeist. Dort deckt er 2% des Energiebedarfs. Der Dampf wird aber auch als Fernwärme genutzt. Nachdem er die Turbinen passiert hat, erhitzt er über Wärmetauscher Heizwasser. Diese Pumpen bringen es zu den Kunden. Die Fernwärme kann aber auch über solche Rohrleitungen als Dampf transportiert werden. 126.000 Münchner Haushalte beziehen Fernwärme aus verbranntem Müll. Ein Anteil im Fernwärmenetz von 19%. So hat die Verdichtung des Mülls einen nützlichen Nebeneffekt. Etwa 1% des deutschen Strombedarfs wird über Müllverbrennung erzeugt. Fast alle Müllverbrennungsanlagen nutzen heute zur Energiegewinnung Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung. Noch mehr Energie lässt sich aus Müll herausholen, wenn man ihn vor dem Verbrennen noch aufarbeitet. So wie hier in Ennigerloh im Münsterland. Im Recyclingzentrum werden Restabfälle erst sortiert und dann aufwendig behandelt. Ziel der mechanisch-biologischen Aufarbeitung ist es, dem Müll weitere Wertstoffe zu entziehen und ihn dann zu einem hochwertigen Industriebrennstoff zu machen. Hier landen pro Jahr rund 130.000 Tonnen Müll. Rund 2/3 stammen aus Haushalten. Herzstücke der Anlieferungshalle sind zwei Zerkleinerungsanlagen. Eine für Hausmüll, die andere für Gewerbemüll. Beide Anlagen haben innen einen sogenannten Vorbrecher. Er zerschneidet und zerfetzt den Müll in 30 cm große Stücke. So lässt er sich besser sortieren. Ziel ist es, dass ein Großteil des Mülls fossile Energieträger wie Braun- oder Steinkohle ersetzen kann. Anstatt den Abfall nur zu verbrennen, gehen wir noch einen Schritt vorher. Rund die Hälfte des Mülls verlässt später als Brennstoff das Werk. Dazu durchläuft er zunächst mehrere Magnetabscheider. Hier bleiben Metalle am Magnetband haften. Sie gehen später in die Metallverarbeitung. Metalle machen immerhin 6% des Müllstroms aus. Das entspricht rund 6.000 Tonnen pro Jahr. Der Müll läuft nun in eine weitere Halle und wird dort weiter bearbeitet. Alle Prozesse werden von dieser Leitwarte aus überwacht und gesteuert. Oft muss der Operator die Anlage zwischendurch stoppen. Der Grund sind Kunststoff- oder Metallbänder, die sich in der Anlage verfangen. Es fängt schon bei den Zerkleinern an, dass die Maschine da teilweise nicht mit klarkommt.
Und dann, wenn es dann in der Anlage erstmal drin ist, dann wickelt sich das um die Bandrollen oder in die Lager rein. Und dann haben wir da gut dran zu arbeiten. Für den zerkleinerten Müll geht es jetzt in eine sogenannte Grobaufbereitung. Hier durchlaufen Haushalts- und Gewerbemüllstrom mehrere Schwingsiebe. Dabei werden auch biologische Anhaftungen abgeschüttelt, vor allem Fäkalien. Was kleiner ist als 3 cm, fällt nach unten. Hauptsächlich organische Bestandteile, die keinen guten Brennstoff ergeben. Sie gelangen in eine weitere Anlage, die biologische Abfallaufbereitung. Hier wird der Müll über Fließbänder auf sogenannte Rottetunnel verteilt. Kammern, in denen der Müll verrottet und dabei Feuchtigkeit verliert. Dadurch schrumpft er zusammen. Das geringere Volumen spart bei der Entsorgung Kosten. Nach 10 Tagen wird das Material dann noch mehrmals gesiebt. Schwere Teile wie Steine oder Scherben kommen später auf eine Deponie. Am Ende der Aufarbeitung bleiben nur etwas mehr als ein Drittel des ursprünglichen Volumens für die Müllverbrennungsanlage übrig. Zurück zum Hauptstrom. Er enthält wertvolle Kunststoffbestandteile, aus denen nun hochwertiger Brennstoff entstehen soll. Der fährt nun in die sogenannte Luftsichtung. Hier trennt ihn ein Luftstrom in schwere und leichte Fraktionen. Die leichten Teile werden weggeblasen. Sie sind am hochwertigsten, denn sie liefern die meiste Energie. Die schweren Teile haben dagegen einen zu hohen Wasseranteil und gehen in die Müllverbrennung. Dann geht es in die Feinaufbereitung. Auch diese Anlage kann bestimmte Materialien über Druckluft herausfiltern. Über die Wellenlänge von reflektiertem Licht erkennt das System den gewünschten Stoff und löst einen Luftstoß aus. Hier ist es PVC. Es enthält Chlor, das ihn als Ersatzbrennstoff untauglich macht. Dann folgt ein Zerkleinerer. Er schreddert das Material auf die Endgröße von etwa 3 cm. Der Mengenstrom geht nun noch in einen 270 Grad heißen Trommeltrockner. Er senkt den Feuchtigkeitsgehalt auf unter 15%. So bekommt das Material einen noch besseren Heizwert. So sieht der Brennstoff am Ende aus. Ein Kohleersatz mit ähnlichen Brenn- und Heizeigenschaften. Im Lager ist Platz für bis zu 700 Tonnen. Der automatische Brückenkran erkennt über Sensoren, wenn neues Material eingetroffen ist und belädt dann selbstständig die Versandboxen. Vor dem Ausliefern verdichtet eine Presse das Material und schiebt es in den LKW. Ein Kraftstoff für Kraftwerke und für die Zementindustrie der Recycling-Republik Deutschland.